Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage auf Englisch, aber die Frage ist gut und die ist geil und da gibt es Antworten noch und noch und jeder hat da sein eigenes Geheimnis und auch ich habe meine Meinung dazu. Good morning Germany, sorry my question is in English. How do professionals prepare their koi for a show from let's say 6 weeks before the show? Thank you. Bart from Belgium. Lieber Bart, wir haben es mit einem biologischen Thema zu tun. Ja? Und 6 Wochen sind für ein biologisches Thema quasi gar nichts. Das ist, wie wenn ich jetzt 6 Wochen ins Fitnessstudio gehe, außer Muskelkater wird da nicht viel dabei rauskommen. Das werden Sie, die mich vielleicht 1-2 Mal in der Woche anschauen, mitunter nicht mal merken. Ja? Man kann kurzfristig den Erfolg sehen, wenn ich frisch gepumpt, ja, dann in der Umkleide stehe und den hier mache, ja, so. Aber spätestens nach 2 Stunden, wenn die Durchblutung wieder normal ist, dann bleibt nichts als, wie gesagt, Muskelkater. Das ist leider so. Ich kann dir eins versprechen, das Preparen auf Koi-Shows braucht vor allem eins, eine geile Genetik. Du brauchst einen Koi mit einem guten Muskelansatz, der wirklich so dasteht, ja, und nicht so, ne? Du brauchst einen Koi mit einer geilen Farbqualität, du brauchst einen Koi mit einem geilen Farbglanz, du brauchst einen Koi mit einer schönen Zeichnung, gut, da veränderst du eh nichts mehr. Also du wirst in 6 Wochen wirst du keinen Einfluss auf die Farbe nehmen, also nicht sichtbar, ist mir nicht bewusst. Du wirst in 6 Wochen, wirst du dem Koi auch keine muskulöse Körperform mehr antrainieren, das wird auch nicht funktionieren, wenn du das versuchst, dann wird er wahrscheinlich fett werden oder sonst irgendwas, aber er wird jetzt kein Muskelpaket mehr werden. Am Ende ist das Ausstellen auf einer Koi-Show, das erfolgreiche Ausstellen auf einer Koi-Show, das Ergebnis von 1-2 Jahren zurückliegender Arbeit und zurückliegender Haltung. Wir wissen zum Beispiel, und da hat erst vorgestern, hat sich Makoto mit seinem Vater drüber unterhalten, und das habe ich ihn oft gepredigt, ich glaube nicht, dass man zum Beispiel in sehr steril gehaltenen Teilen mit Rommelfilter, mit bewegtem Filtermaterial, wegen mir noch Ozon und. Also wo ein kleines Mikrobiom ist, werden die Koi nur selten eine Farbe ausbilden mit einem geilen Glanz. Ja? Die maximale Farbqualität wird da nicht mit erreicht oder nicht Qualität, die maximale Farbschönheit. Warum zur Hölle soll der Koi in seine Haut investieren, wenn die Umwelt einfach ja, viel zu steril ist? Ja. Achtung! Mein Lieblingsthema, Corona. Ich bin jetzt auch erkältet. Ich war, bis es Corona gab, war ich nie erkältet. Ich kenne das gar nicht. Seit ich 2-3 Jahre mit Maske rumgelaufen bin, bin ich ständig krank. Warum? Weil ich viel zu steril gelebt habe. Ja? Das ist ja immer eine Kommunikation mit der Umwelt und das machen die Koi auch. Die sind ja nicht blöd, guckt euch den Höhlenfisch an. Ja? Die werden irgendwann fast durchsichtig, weil es keinen Grund, es gibt kein Licht, es gibt keine Verschmutzung, die schwimmen in Reinstwasser ohne Licht. Ja? Was spielt da die Haut noch für eine Rolle? Und genauso ist es bei Koi auch. Ja? Also du wirst immer 1-2 Jahre, und da sind wir wieder beim Fitnessstudio, wenn ich jetzt mal 2 Jahre, keine Sorge, ich tue das nicht, wenn ich jetzt mal 2 Jahre oder 1 Jahr intensiv trainieren würde, mich ernähren würde, wie es sich gehört und, dann würde man das vielleicht mal irgendwann sehen, dass einer sagt, hoppla, da ist ja mehr als ein Strich auf dem Hocker. So, aber mit Koi ist es ganz genauso. Da gibt es die verrücktesten Geschichten, dass man die Koi mit Vitamin C weiß bekommt, die weiße Haut, und dann haben die Leute Ascorbinsäure gefüttert bis zum Abwinken. Das ist doch scheiße, sowas macht man doch nicht. Dann Spirulina bis 6 Wochen vorher und dann abgesetzt und dann soll es rot am besten sein. Und was weiß ich, dann wird aber im schlimmsten Fall die Haut auch gelb. So, also ich kann euch sagen, wenn wir jetzt hier die Fische abfischen, ja, aus dem Naturteich und ins Glashaus setzen, nach 3 Monaten sieht man bei manchen Koi, dass sie sich im Glashaus verändert haben. Ja, so. Aber das hat jetzt nichts mit Show zu tun, sondern einfach, die haben sich vom trüben Naturteich ins klare Becken im Innenraum angepasst und haben andere Lebensbedingungen gehabt. Aber man darf auch nicht vergessen, wir wissen ja gar nicht, wie die ausgesehen hätten, wenn die im Naturteich geblieben wären. Weil neben dem mehr Licht, was die Farbe bekommt, ja, und vielleicht auch der belasteteren Anlage, ist es einfach so, dass das Wasser sehr, 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 sehr viel kälter ist. Also wir haben da ja hier im Naturteich im Sommer 28 Grad und nachher im Innenraum 10, 12 Grad. Das sind fast 20 Grad Temperaturunterschied. So, das ist ja schon mal
eine Ansage, ist ja schon mal eine Nummer. Also auch da, man sieht, dass was passiert, aber es ist nicht steuerbar. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, 6 Wochen vor der Show setze ich meine Koi auf 16 Grad, bla bla bla. Und ich muss auch ehrlich sagen, und jetzt kommt der Tierschutz, ich finde das auch nicht gut, die Koi jetzt gezielt auf Ausstellung vorzubereiten. Also die in irgendeine Umgebung zu zwingen oder in irgendeine Haltung aufzuzwängen, damit sie möglichst schön werden. Ja? Ich kann von vornherein ein gewisses Setup, in dem die leben und die Koi, die Konishi auf die Ausstellung bringt, da sage ich Ihnen, der hört eine Woche davor, hört er mit dem Füttern auf, ja? Dass also der Transport kein Problem ist. Die Koi sind bis zur Shinkokai oder bis zur Hiroshima Nogyosai, sind die alle in ihrem Becken, wo sie nach dem Abfischen waren. Ja? Nur danach geht es dann in ein Becken, wo sie aus Quarantänegründen dann wieder in die Farm eingepflogen werden. Aber ich weiß, es gibt da sehr viele Mythen und sehr viele Märchen, aber witzigerweise, das Geheimnis hat noch keiner gefunden. Denn hätte es einer gefunden, dann würde immer der gleiche gewinnen auf Ausstellung, weil der hätte dann die Waffe in der Hand, dass er aus dem normalen Koi, was die Schönheit angeht, innerhalb von wenigen Wochen ein Showkoi machen könnte. So. Ich hoffe, Bart, du hast mich verstanden. Ansonsten mach Subtitle. Also mittlerweile versteht YouTube Schwäbisch hervorragend. Auch die Japaner lassen sich es manchmal ins Japanische übersetzen. Ich weiß aber nicht, was die verstehen. Aber angeblich klingt es vernünftig. Machen Sie es gut. Bis dann. Wenn Sie Fragen haben, einfach fragen. Bis dann. Ciao.